Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Unser wichtigster Mann, derjenige, der dieses ganze Projekt hier vorangebracht hat, jemand, der uns unglaublich ans Herz gewachsen ist, jemand, den wir niemals hätten verlieren wollen, ist leider Gottes von uns gegangen. Ja, okay, so melodramatisch wollte ich es gar nicht gestalten. Leo muss leider Gottes jetzt zurück in die Uni, weil er muss seinen Bachelor machen, denn sonst hat er die ganzen Jahre umsonst studiert und das wäre sau dumm. Leo, komm doch kurz zu mir und setz dich, mein Guter. Alter, wie lange warst du jetzt hier? 1,5 Jahre. Und es war geil, Digga, es war richtig, richtig geil, Mann! Ja, es war wirklich sehr stabil. Leo ist der Mann hinter der Magie, der für den Zauber in meinen Videos quasi sorgt, weil wenn man sich die Videos raw anguckt, Leute, das ist schrecklich. Real talk. Leo macht auf jeden Fall jetzt leider seinen Bachelor, beziehungsweise glücklicherweise seinen Bachelor. Ich glaube, das ist sogar die letzte Möglichkeit, die du jetzt hast. Ne? Ja. Wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du quasi immer out. Deshalb, meine Freunde, machen wir das so wie bei Thomas, nur dass der Unterschied sein wird, dass wir Leo halt vermissen und Thomas nicht. Was wir einen neuen suchen. Wir suchen einen neuen Cutter mal wieder, meine Freunde. Es ist wieder soweit. Maybe kehrt er nochmal zurück. Maybe widmet er sich eigenen Projekten. Er wird auf jeden Fall niemals gänzlich von uns gehen, weil wir wahrscheinlich noch weiterhin für das Label mit Musikvideos und anderen großartigen Projekten zusammenarbeiten. Wir machen sogar noch einen kleinen süßen Abschlusstrip alle zusammen, der extrem nice werden wird. Dazu seid aber darauf gespannt. Krank. Es wird heftig. Geisteskrank. Jedenfalls suchen wir wieder wen Neues und die Voraussetzungen haben sich zum letzten Mal eigentlich kaum geändert. Ich habe euch wieder netterweise vorbereitet mit Leo. Einen wunderschönen... Willst du ein High Five? Nee, das soll das so stehen. Ein wunderschöner Ausschnitt von dem Video mit Poldi, den ihr gerne zusammenfügen könnt und solltet, schneiden, schnitttechnisch mir zu zeigen, was ihr drauf habt. Das sind drei verschiedene Kameras, die müssen synchronisiert werden und so ist ein bisschen feiner beides gefragt. Und nochmal einen ungefähr einstündigen Livestream mit Mickey zusammen, mit Fall Guys. Diese zwei Sachen hätte ich gerne auf insgesamt 2 Minuten runtergeschnitten. Beide Dateien, 1 Minute Gaming und 1 Minute ungefähr oder 30 Sekunden IRL und 1 Minute Gaming. Wie ihr das gewichtet, ist euch überlassen. Ihr habt 2 Minuten für diese beiden Content Pieces insgesamt Zeit. Top editiert, Musik, Texteinblendungen, lustige Memes, Zehner, Justin Monte, haha, lol, alles was Popkultur und witzig ist. Das, was Leo quasi auf State of the Art gemastert hat, brauche ich von euch, wenn ihr euch bewerben wollt. Danach würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in 120 Sekunden kurz erklärt, wer ihr seid. Natürlich A, wie alt ihr seid, wo ihr herkommt. Ganz kurz erzählen, eventuell wie eure Bindung so zu YouTube ist und was ihr da eventuell schon mal gemacht habt. Natürlich auch, was ihr gelernt habt. Im besten Falle blendet ihr nochmal ein paar Referenzen ein, also Dinge, die ihr selber schon mal gemacht habt, weiß ich, Designs, Artworks, Videoschnitt, Musikvideos, sowas auf jeden Fall immer gerne mit in die Bewerbung reinpacken. Wie gesagt, die ganze Bewerbung sollte so zwischen 3 und 4 Minuten lang sein pro Person. Erzählt mir was über euch, über eure persönlichen Ambitionen, warum gerade ihr diesen Job haben wollt und was das für euch bedeuten würde. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal ganz kurz, was euch hier erwartet. Ein großzügiges und hochwertiges Büro mitten in der Kölner Innenstadt. Das stimmt nicht, weil du willst Miete sparen und wir sind voll weit außerhalb. Essen auf meinen Nacken. Das ist das erste Mal, dass du ins Essen gekommen bist. Saubere und angenehme Arbeitsräume. Du hast gesagt, ich soll alles aufräumen gerade. Eine tolle Managerin. Ein tolles und angenehmes Arbeitsklima. Aber wir dürfen die nur 10 Sekunden am Tag anmachen. Und dann, sonst du nimmst... Angenehme und saubere Sanitärmöglichkeiten. Ich will doch einfach nur in Ruhe auf... Ein wunderschöner und angenehmer Außenbereich zum Entspannen. Du hast gesagt, wir dürfen nicht raus, wenn wir arbeiten hier. Und natürlich auch eine unglaublich überdurchschnittlich faire Bezahlung. Meine Eltern zahlen meine Miete momentan. All das und viel mehr erwartet dich, wenn du bei mir arbeitest. Ja, und genau das hier wäre dein Arbeitsplatz. Ich wollte nach links dahin. Ich wollte wirklich da. Ja gut, Tobi hat dann leider doch aufgezeigt, dass es hier vielleicht doch nicht so geil ist, wie dann ursprünglich von uns propagiert worden ist. Ja, ja, ja. Nee, jetzt mal Real Talk. Ich glaube, zum Arbeitsklima kannst du sagen, hier ist es extrem entspannt. Ich habe letztens noch in einem Meeting meinen Sack rausgeholt und mein... das sind so Sachen, die wir einfach hier machen. Es passiert doch des Öfteren, dass wir hier oben ohne rumlaufen. Ach ja, und falls du Single bist, hier sind 4 Frauen im Büro, die alle vergeben sind. Perfekt. Ich würde sagen, bewerbt euch. Es ist mir eigentlich total egal, wo ihr herkommt. Ich habe nur ein paar Grundvoraussetzungen, die ganz, ganz wichtig sind. Nummer 1, ihr seid mindestens 18 Jahre alt. Nummer 2, ihr seid bereit für mindestens 2 Jahre nach Köln zu ziehen und hier
vor Ort im Office zu arbeiten. Wir haben natürlich eine Transition-Phase, also solltet ihr jetzt noch 2 Monate irgendwie online arbeiten wollen und wir schicken euch die Dateien, das ist gar kein Problem. Wichtig ist nur langfristig, dass ihr auf jeden Fall nach Köln zieht. Wir helfen euch natürlich auch bei Wohnungssuche und so weiter und so fort. Und mal ehrlich, bei dem Gehalt sollte das kein Problem sein. Bei den ganzen Immobilien würde ich ja sagen, ne? Nummer 3, ihr seid auf jeden Fall teamfähig und begeisterungsfähig, um neue Dinge zu lernen. Nummer 4, ihr habt so ein Around-Paket quasi. Das heißt, ihr habt nicht nur Videoschnitt drauf, ihr wisst, wie Kameras funktionieren. Ihr habt Ahnung von ein bisschen Audio-Editing, also wenn es mal rauscht und knackt im Mikro, was man da macht. Und vor allen Dingen, ihr kennt euch mit Photoshop und ein bisschen Grafikerkram. Also so wirklich da ein bisschen mehr als Grundkenntnisse wären schon ganz gut. Tobi macht zwar die Thumbnails, aber Leo hilft da auch immer echt gut mit. Und wenn Tobi mal nicht kann, ist das nicht verkehrt, Photoshop-Skills, After-Effects-Skills und sowas mitzubringen. Und ich weiß, dass es da draußen sehr, sehr viele begabte Leute gibt, die genau sowas machen. War es das schon? Ihr merkt schon, ich suche eigentlich nicht nur einen Cutter, sondern ähnlich so wie Leo und Tobi, jemanden, der irgendwie alles kann und vor allem begeisterungsfähig ist für neue Dinge und diese zu erlernen. Ich sag's mal so, wie es ist. Ich bin ganz ehrlich, das hier ist kein komplett normaler Job und es gibt leider Gottes auch Wochen, die wirklich echt bei uns allen mal an die Belastungsgrenze gegangen sind. Das kommt sicherlich zwischendurch vor. Liegt aber einfach daran, dass wir unglaublich viel unterwegs sind, super viele Dinge erleben und auch einzigartige Möglichkeiten gemeinsam wahrnehmen. Und irgendwo muss man ja dann nochmal arbeiten, deshalb kommt das manchmal alles aufeinander. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon gut machbar hier, oder? Und das wird auch wieder ausgeglichen. Ansonsten, was soll ich euch sonst noch sagen? Ich glaube, genaue Gehaltsvorstellungen und was man hier verdient, werde ich jetzt hier nicht offen sagen. Ihr könnt euch aber sicher sein, man kann damit in der Großstadt sehr, sehr gut leben. Das ist, glaube ich, gar kein Problem. Ja, ich würde sagen, so viel auf jeden Fall dazu. Ihr habt jetzt Zeit bis zum Ende August. Das war Tinder gerade, ja. Da war ich jetzt wohl wieder mal abgelenkt. Ihr habt auf jeden Fall jetzt Zeit bis zum 31. August euch bei dieser wunderschönen E-Mail-Adresse hier einmal zu melden. Habt ihr es gerade gesehen? Sowas kann Leon. Wenn ihr sowas könnt, wäre geil. Mega, bei dieser E-Mail dann krank. Mit Tracking. Schreibt, wie gesagt, in der E-Mail gerne nochmal ein paar Sachen dazu. Eure persönlichen Ambitionen, wo es für euch beruflich hingehen soll, warum ihr gerade diese Chance ergreifen möchtet und vor allen Dingen, was ihr generell so vorhabt. Ich glaube, da sind wir an der Stelle soweit durch. Die E-Mail-Adresse steht, wie gesagt, einmal hier unten und auch in der Videobeschreibung. Meldet euch gerne. Ich werde natürlich auch wieder die ganzen Sachen als Reaction-Content verwerten. Also seid euch bitte sicher, dass ihr auf jeden Fall eventuell im Internet landet. Solltet ihr das nicht wollen, ist das kein Problem. Schreibt das mir bitte nur in der E-Mail. Dann nehmen wir euch da gerne mit raus. Seid bitte, bitte über 18. 14-Jährige, hört auf, euch zu bewerben. Es funktioniert nicht. Das ist gut für die Titel, also eigentlich können Sie sich schon bewerben. Ich würde sagen, an der Stelle bin ich doppelt und dreifach raus. Ich freue mich sehr auf eure Einsendungen. Gesucht wird ab dem 1.9. eigentlich, also sehr, sehr zeitnah. Aber es gibt doch sowieso die Übergangsphase. Tobi ist noch da, Leo ist auch noch so ein bisschen da. Also 1.10. rum oder sowas ist eigentlich the go, oder? Ja. Ich bin gespannt. Auf geht der Hase. Ich freue mich auf eure Bewerbungen und macht's gut. Ciao.